Es ist eine Geschichte von drei wirklich positive und wunderbare Menschen, die auch einander lieben. Anja Harteros ist eine ideale Verdi-Sängerin geworden. Kindlichzeit habe ich bis jetzt nur Lehár und Wagner gearbeitet mit ihm. Bechala, Traviata in der Bayerischen Staatsoper. Seither ist er auch stimmlich gewachsen. Also ich freue mich sehr auf diese drei. Eines ist klar, dass so wie andere Opern von Verdi, es ist ein, nicht nur ein Triangel zwischen die Frau und ihr Mann und der König oder der Oberbefehlshaber, sondern es ist auch eine Frage von Loyalität des Renato mit Riccardo, die Liebe zwischen zwei Männern, die einander so, aufeinander so stehen, im Krieg und in der Regierung, und dass diese Frau im Mittelpunkt steht und sie eigentlich liebt auch die beiden Herren. Da ist aber die Figur von Ulrika wie ein Schatten, ein Gespenst irgendwie. Und das wird jetzt gearbeitet und es wird sehr spannend, ich glaube. Oskar, Ulrika und die Verschwörer sind die Nebenfiguren, die alle sehr viel, also hinter der Kulisse intrigieren. Aber die Stärke von Riccardo, der König, ist so, dass am Ende nichts stört. Er entscheidet. Das ist die Größe von Verdi. Nicht ein Ton ist zu viel. Deswegen hat er auch nicht so viele Versionen von dieser Oper geschrieben, so wie Forza. Es spielt sich von Anfang bis Ende wie eine perfekte Partitur. Das ist für uns Seite für Seite eine Offenbarung dieser Oper. Und ich habe es noch nie dirigiert. Und das ist so eine Entdeckung für mich jetzt, diese Partitur. Ich kann nicht warten, es zu dirigieren.